Hallo zusammen, ich habe heute mal Ladebooster kompliziert. Und zwar habe ich das in Wohnmobil drin gesehen. Nicht ganz das, was ich hier als Aufbau habe. Und zwar habe ich hier eine Bleibatterie, eine Banner als Starterbatterie simuliert. Und hier habe ich einen günstigen Rechteck-Wechselrichter mit 300 Watt. Von diesem 300 Watt Wechselrichter gehe ich hier auf dieses Messgerät und dann von diesem Messgerät auf das Ladegerät und hier dann auf die Lithiumbatterie. So brauche ich keinen Wechselrichter und vor allem das Kabel, was zwischen Wechselrichter ist und Ladegerät, kann dünn sein. Normales 230 Volt. Der Wechselrichter auf der Starterbatterie, den Wechselrichter habe ich ja sowieso. Das heißt, ich lasse den einfach laufen, wenn der Motor läuft. Und dann lade ich mit dem Ladegerät, was ich auch habe, die Batterie. Ich habe jetzt hier 300 Watt Wechselrichter und ein 20 Ampere Ladegerät. Und wenn ich hier auf dem App schaue, wir haben hier eine Spannung von 13 Volt. Die Batterie ist absolut leer, also die hat jetzt 8% geladen. Und wir laden hier mit 16 Ampere. Das Ladegerät ist an sich ein 20 Ampere Ladegerät. Weil ich aber hier nur Rechteckstrom kriege, habe ich hier weniger Leistung. Ich habe noch den gleichen Versuch, schauen wir nachher, da bringt dann das Ladegerät die volle Leistung. Also diesen Wechselrichter aus dem Rechteckgrund habe ich nicht diese Leistung. Ja, jetzt sagen wir 20 Ampere oder 16 Ampere, da kann ich auch einen 16 Ampere Ladebooster einlegen, 4 Quadrat rein von der Batterie, Ladebooster und zur Aufbaubatterie, das ist kein Thema. Jetzt kann ich hier natürlich auch hochschrauben auf einen 1000 Watt Wechselrichter oder noch mehr. Kommen nachher dazu mit einem 1500 Watt Wechselrichter. Und hier von mir aus ein 60 Ampere Ladegerät hinhängen. Dann habe ich an sich 60 Ampere, die in die Batterie gehen. Das ist möglich. Dieser Wechselrichter hat einen Unterspannungsschutz. Den anderen, den ich euch nachher zeige, hat auch einen Unterspannungsschutz. Der geht also aus, wenn die Batterie halb voll ist. Ich kann damit den Motor noch starten. Würde ich nicht riskieren, aber kann ich, wenn der Motor läuft, ist das auch kein Problem. Wenn ich aber 1000 Watt oder ein 60 Ampere Ladegerät, das sind dann 800 Watt, die ich aus der Batterie rausziehe und hier hinschaufle. Energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden. Nur diese 800 Watt, die hier fehlen, die muss ich ja hier wieder in die Starterbatterie reinkriegen. Starterbatterie rein heißt, die Lichtmaschine muss arbeiten. Also das heißt, hier 60 Ampere mit einem Verlust Wechselrichter-Ladegerät braucht diese Wechselrichter vielleicht 80 Ampere. Diese 80 Ampere muss die Lichtmaschine bringen. Die Lichtmaschine betreibt aber noch den Lüfter vom Fahrzeug. Also wenn ich einen Ford Transit anschaue, zieht er 45 Ampere, wenn es warm ist. Dann habe ich noch Licht, Tagesfahrlicht, ich habe den Radio, der läuft, ich habe die Klimaanlage, also die Kupplung, ich habe das Lüftergebläse, zieht auch 15 Ampere. Ich habe sonst vielleicht noch irgendwas laufen. Also das heißt, ich habe die 80 Ampere und vielleicht auch noch die 90 Ampere, die ich brauche. Ich habe heute teilweise in den Fahrzeugen drin elektrische Servopumpen und so weiter.
Das heißt, ich brauche 150 Ampere aus der Lichtmaschine und zwar permanent. Wenn ich da aus der Autobahn röste im Sommer, gut, die Servopumpe brauche ich nicht, aber der Lüftermotor, der vorne brüllt, der Lüfter vom Innengebläse für die Klimaanlage läuft, also ich brauche hier 150 Ampere aus der Lichtmaschine. Die Lichtmaschine wird euch glücklich schätzen. Die meisten Lichtmaschinen, die ich kenne, die werden dann, wenn ihr mal ein paar Stunden so auf der Autobahn vor euch herheizt, werden das nicht überleben. Die werden abfackeln, die werden abbrennen. Wir haben heute schon wassergekühlte Lichtmaschinen in teils Fahrzeugen drin, aber eine Standard-Lichtmaschine packt euch das nicht. Dass ich eine 150 Ampere Lichtmaschine drin habe, ist auch eher nicht. Ich habe schon Autos gesehen, da ist eine 70 Ampere Lichtmaschine drin, da könnt ihr nicht 80 Ampere rausziehen auf die Länge. Klar wird der Wechselrichter dann irgendwann ausgehen und Unterspannungsschutz abschalten und nicht mehr laden. Aber die Lichtmaschine wird euch abrauchen, wenn ihr das mit einem anständigen Wechselrichter macht. Also lasst die Finger davon. Kauft euch einen vernünftigen Ladebooster. 16 Quadrat Kabel von der Batterie hinten auf die Zusatzbatterie. Das ist machbar. Jetzt habe ich hier, haben wir ja gesehen, der lädt etwa mit 16 Ampere. Wir schieben das hier ein bisschen auf die Seite und bauen da mal ein bisschen um. Und zwar habe ich hier eine Lithiumbatterie, eine 100 Ampere und einen 1500 Watt Sinuswechselrichter. Und wenn ich das Ladegerät hier jetzt ausziehe, dann wird es erstens mal ruhiger, weil der Lüfter vom Ladegerät geht nicht mehr und der Lüfter von dem Wechselrichter geht nicht mehr. Nur wenn ich am Fahren bin, spielt das gar keine Rolle. Und wir sehen jetzt auch hier auf dem App, da ist die Ladung klar Richtung Null gegangen. Und wenn ich jetzt hier den Wechselrichter einschalte und ich stecke das hier ein, dann fängt das Ladegerät wieder an zu brummen. Und ich habe hier 19,8 Ampere, die jetzt das gleiche Ladegerät bringt. Das hat aber was zu tun. Hier habe ich einen Sinuswechselrichter und da drüben habe ich einen Rechteckwechselrichter. Und jetzt könnte ich natürlich hier ein zweites Ladegerät draufsetzen, dann habe ich schon 40 Ampere oder ein vernünftiges Ladegerät mit 60 Ampere. Der Wechselrichter packt, das ist kein Problem. Aber eben, eure Lichtmaschine wird keine Freude an euch haben. Das war es Alternative zum Ladebooster über den Wechselrichter, Ladegerät, was ihr eigentlich schon im Fahrzeug drin habt. Ich mache euch hier das andere Extrem über einen 8 Ampere Ladebooster. Und hier kommt dann auch noch ein Video über einen Ladebooster. Schaut zu eurer Stromversorgung und zu eurer Gesundheit und ich wünsche euch einen schönen Tag.